Mittwoch, 11 Uhr, Krascherzeit auf YouTube. Heute wird in den Mai geschnipselt. Und zwar hauen wir die Scammer geschnipselt in die Pfanne. Völlig kalorien- und glutenfrei, damit auch für Allergiker geeignet. Nur für die Intelligenz der Anrufer kann ich leider nicht garantieren. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den vielen Kurzanrufen, die für ein eigenes Video nicht lang genug sind. Ihr wisst bestimmt, dass es wie immer nach dem Intro losgeht. Hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Felix Neuer. Ich bin Finanzexpert von Onlinehandel. Sprechen Ja. mit Herr George? Herr George, das ist ja ein Vorname. Wen wollen Sie genau Ja. sprechen? George Vorreiter. Georg Ja? heißt es. Ja, Georg Vorreiter, das bin ich. Okay. Mein Name ist Felix Neuer, Finanzexpert von Onlinehandel. Von welchem Onlinehandel? Onlinehandel, Online-Trading. Melde Ja. mich wegen einer Anmeldung, dass Sie früher gemacht Von haben welcher an Firma bitte Onlinehandel. rufen Sie an? Können Sie mir sagen, bitte, was ist passiert mit dieser Anmeldung? Von welcher Firma rufen Sie bitte an? Was? Von welcher Firma rufen Sie an? Einen Moment, bitte. Ja. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Spreche Tag. gerade mit Herrn George. Herr Georg Vorreiter ist mein Name. Okay. Lena Meyer am Apparat, wie geht es Ihnen? Ja, gut, aber deswegen rufen Sie ja nicht an, um zu wissen, wie es mir geht, oder? Okay, ich kann Ihnen erklären, warum ich habe angerufen. Ja, dann tun So. Sie das mal. Von welcher Firma rufen Sie denn Okay. an? Ich rufe Ihnen von Blockchain-Institut wegen einer Anmeldung, die Sie haben früher gemacht mit Onlinehandel, Online-Investitionen. Und ich möchte Ihnen fragen. Mit dem Blockchain-Institut ist sie schon raus. Ja, bitte. Hallo Herr Sien, bin Beischer. Wie geht es Ihnen? Bitte, wen wollen Sie sprechen? Mit Herrn Richard, Siebeneiser. Ja, das bin ich. Also, Niklas Robinson hier ist bei dem Apparat, Herr Richard. Herr Also, ich rufe Niklas, Ihnen wegen wie? einer Robinson. Niklas Ich rufe Robinson. Ihnen, we ja genau, ich rufe Ihnen wegen einer Anmeldung, dass Sie beim Immediate Trading abgemacht haben. Bei wo? Beim Immediate Trading App. Immediate Trading App? Genau. Kommt mir gar nicht Erinnern Sie bekannt sich? vor. Nein, kommt mir nicht bekannt vor. Also, Sie haben eine Anmeldung bei dieser Applikation gemacht, bei dieser Plattform. Über Online-Investitionen. Ja, Deswegen dann. habe ich Ihnen angerufen, Herr Richard. Herr Siebeneicher, bitte. Wir kennen uns ja nicht. Aber warum haben Sie diese Anmeldung dann gemacht, wenn Sie kein Interesse haben, darf ich Ihnen Hallo, sagen? verstehen Sie meine Ja. Sprache? Ja, ich verstehe. Ich möchte bitte mit meinem Nachnamen angesprochen werden. Da wir uns noch nicht kennen, sind wir auch keine Freunde. Und deswegen bitte mit dem Nachnamen, Herr Siebeneicher. Okay, Herr Richard. Also, kann ich Ihnen Herr Richard sagen oder nicht? Nein. Warum nicht, Herr Richard? Habe ich gerade erklärt. Nein, Herr Richard, das können Sie. Ich sage zu Ihnen Herr Richard. Und ich Ich sage sage zu nicht Ihnen, Herr Richard. Betrüger, sage ich zu Ihnen. Sie sagen zu mir Herr Betrüger. Warum? Richtig. Na ja, gut, weil Sie es sind. Ah. Und ich kann ich Ihnen sagen, Herr Fick dich denn? Nee, weil das bist du ja. Du fickst ja die Herren. Ist über Ihre Auszahlung an. Also Sie haben Geld investiert, aber keine Auszahlung zurückbekommen. Monitoringsabteilung vom Finanzmarkt? Was ist das? Richtig. Also einfach, ich überprüfe alle Transaktionen im Blockchain-System. Ah, das Blockchain-System? Was ist denn das? Wissen Sie nicht? Also Herr Westberg, haben Sie gar Investitionen getätigt oder nicht? Ich wüsste gar nicht, warum ich Ihnen das sagen sollte. Ich kenne Sie doch gar nicht.
Ich kenne ihn noch nicht. Ja eben, ich sie auch nicht. Warum sollte ich Ihnen sowas sagen? Herr Westberg, wie gesagt, es geht um Ihre Auszahlung. Sie haben bis jetzt gar keine Auszahlung bekommen. Hier gibt es unsere Abteilung, weil ich überprüfe solche Sachen. Verstehen Sie also? Sie haben nur Einzahlungen getätigt, aber keine Auszahlungen. Ja, da muss ich jetzt mal klären, was passiert. Warum haben Sie denn Einzahlungen getätigt? Auf dem Finanzmarkt. Auf dem Finanzmarkt, genauer wissen Sie das nicht. Ja. Einen Moment, das überprüfe ich. Immediate Connect. Kennen Sie diese Plattform? Nö. Kennen Sie nicht. So, und wer sind Sie jetzt genau? Von welcher Firma sind Sie? Ja? Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ich spreche mit der Richard Siebeneicher. Siebeneicher, nicht Siebeneicher. Ja, Siebeneicher. Ich grüße Sie erst einmal. Entschuldigung für die Störung. Mein Name ist Oliver Smith. Ich melde mich jetzt gerade von Investing Academy, von Deutscher Börse. Wir sind ein Online-Handel-Unternehmen. Und ich habe gesehen, dass Sie Interesse gezeigt haben mit Online-Handel. Wo haben Sie das gesehen? Wie bitte? Wo haben Sie das gesehen? So, ich habe das gesehen. Wir haben ein System in unserem Computer. Wir sehen alles, die Leute, die sind interessiert in Online-Handel. Ich denke, haben Sie etwas per Internet gesehen, ein Formular ausgefüllt oder haben Sie erfahren? Aber ich habe Ihre Daten hier. Ihren Namen, Nachnamen, E-Mail-Adresse und Ihre Nummer. Deswegen, ich habe jetzt angerufen. Ah ja, okay. So, und wie kann ich Ihnen helfen? So, und jetzt, ich möchte mit Ihnen über Online-Handel sprechen, Herr Richard. Herr Siebeneicher. Ja. Nicht Herr Richard. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, wünsche ich Ihnen ja auch. Tschüss. Und? Ach, sind Sie schon am Ende? Ja. Okay. Weil Sie meinen Namen nicht kennen? Deswegen gleich von deinem Namen. Bitte was? Ich verstehe. Ja, eben. Und aus Respekt spricht man seinen Telefonpartner immer mit den Nachnamen an. Ich habe keine Respekt für Ihre Nachnamen. Ich hab Sie leider nicht verstanden. Sie nuscheln sehr. Ja, wir vor dir auch nicht, du scheiß Abzocker. Ja. Ja? Hallo? Ja? Hallo, I'm talking with Richard. Bitte was? Wer ist da bitte? Speak English? Nee, speak Deutsch. Speak Deutsch. So, bist du ein YouTuber? Bitte was bist du? Wie bitte? Bitte, was bist du? Hey, du hast doch gerade schon mal angerufen. Meinst du nicht, das fällt nicht auf? Ich verstehe nicht. Ja, das weiß ich. Du verstehst nichts. Genau, richtig. Wie? Maske. Ja, genau. Dummer Scammer. Maske. Du kannst mich gern doch öfter anrufen. Du bist eine Pirat. Und du kannst nicht mal sprechen. Du kannst nicht mal sprechen. Hör mal, mach doch mal den Mund auf, wenn du redest. Oder hast du einen Schwanz im Mund? Du bist eine. Ach, du hast einen Schwanz im Mund. Du bist eine Schwul. Ach so. So, du bist eine Schwul. Du bist eine Schwul. Dein Arsch. Nee, dein Arsch. Dein Arsch ist doch gefickt. Du bist doch eine Schwul. Und schon ist er raus. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Herr Bodenfrau. Okay. Ja, mit wem möchten Sie sprechen? Mein Name ist
Ich möchte gerne mit Herrn Dieter Hodenkrauler sprechen. Herr Dieter Hodenkrauler, okay, dann rufe ich den mal. Der ist gerade neben mir. Klar, Moment bitte, ja? Okay. Wen soll ich ihm ausrichten? Ja, wer dann... Was soll ich ihm sagen? Mein Name ist Alexandra Lehmann, bin Account Managerin von Trading Plattform. Okay, natürlich, Lehmann. Was denn sonst? Klar, Moment bitte. Herr Hodenkrauler. Okay. Ja, was ist denn? Telefon, Alexander. Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Dieter Hodenkrauler? Jo, das ist so. Mein Name ist Alexandra Lehmann, bin Account Managerin von Trading Plattform. Es geht um Handel. Sie haben bei uns angemeldet. Ja, kann durchaus sein. Ja, Herr Hodenkrauler, wir haben Sonderangebot für unsere Kunden. Sie können unsere Plattform testen, Sie können verdienen und Sie bekommen Bonus von unserer Seite. Das ist 50 Euro. Die Reste sind interessant. Ja, wenn ich wüsste, welches Ihre Plattform ist. Wir heißen Anycoin Direct. Unsere Plattform heißt Anycoin Direct. Anycoin Direct. Genau. Haben Sie eine Internetseite? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja, wie lautet die? Nee, können Sie mir einfach sagen. Anycoin, zusammengeschrieben durch Y, Anycoin. Am besten buchstabieren. So, Anycoin. Buchstabieren. A wie Anton, N wie Nordpol, Y. Ja. C wie Cäsar. Ja. O wie Otto, I wie Igo. Ja. N wie Nordpol. Ja. Strich. Strich? D wie Dora, I. Ja, genau, Strich. Also ein Bindestrich oder ein Minuszeichen. Minus einfach, ja. Ah ja, gut, okay. D wie Dora, I wie Ido. Was heißt Ido? R wie Richard. Ingo. Ingo. Ja, oh, genau. Sie haben eine Party? Nein, wir haben keinen Party. Geburtstag, ja, genau. Ach ja, da, Sie haben Werte Geburtstag. Keine besondere... Meine Kollegin. Ach, und da feiert man in auf der Arbeit Geburtstag? Das ist ja seltsam. Warum nicht? Ja, da feiert Warum man normal. Nicht? Das macht man normalerweise nicht wir während der Arbeitszeit. Nicht. Wir feiern nicht, wir haben gratuliert. Ach, und da klatscht man. Na gut, also Das spielt keine Rolle, ich glaube. Ja, das spielt keine Rolle. Das glauben Sie, okay. Wenn Sie das glauben, dann glaube ich das auch. Ob wir können feiern oder können wir nicht, das spielt keine Rolle. Ja, das klingt ja ein bisschen seltsam. Also, Anycoin direkt, minus direkt ja, und dann? .com. .com. Gut, okay, dann schaue ich mir diese Seite mal an. Ja, bitte. So. Also. Oh, da wird mir gleich etwas angezeigt von meinem Antivirenprogramm. Das ist Bitte? Eine Fisch. Ich sage gerade, mein Antivirenprogramm blockt diese Seite gleich. Ja. 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 Das ist eine unsichere Webseite. Dort gibt es Phishing. Was bedeutet das, Phishing? Was ist das? Ja, da werden illegal Daten erhoben. Wo genau? Zeigen Sie bitte. Auf Ihrer Webseite. Wo genau? Zeigen. Auf Ihrer Webseite. Ja, gut, weil Sie kein Antivirenprogramm haben wahrscheinlich. Ja, wir haben nicht, aber ich kann... Ja, ich aber. Aber ich habe den Link doch. Ich bin doch jetzt auf Ihrer Webseite. Anycoin-direct.com. Ach so. Ja. Und da wird vorgewarnt. Genau. Dann müssen Sie einloggen. Bitte, was? Loggen Sie sich ein. Verstehen Sie meine Sprache? Ja, natürlich. Sie müssen einloggen, wenn Sie möchten einzahlen. Ich kann mich nicht einloggen, weil diese Webseite bei mir nicht geöffnet wird. Die wird gesperrt. Aha. Ah, ja. Warum? Bei mir alles läuft. Warum ja, natürlich. Sie sind ja auch der Anbieter der Webseite.
So, dann erzählen Sie mal ein bisschen was über Ihre Firma. Was soll ich erzählen? Stellen Sie bitte die Fragen. Ja, Ihre Firma. Ja. Wo sitzt diese Firma? Meine andere Firma in Berlin. Sie sitzen in Berlin? Ja, genau. Und wo in Berlin? Wir haben Office in Berlin. Ja, aber und wo in Berlin? Warten Sie kurz. Unser Hauptsitz ist in Kranenburg. Im Hammerreisen, ja. 27. Bitte was? Bitte was? Das ist nicht zu verstehen. Sie verstehen gar nichts. Sie sprechen sehr undeutlich. Sie sprechen sehr undeutlich. Deutlich. Nein, Sie haben Probleme mit Ohren. Nein, habe ich Sie nicht. Sie haben Probleme mit Ohren. Ah, so geht man bei Ihrer Firma mit Kunden um. Sie sprechen undeutlich. Warum müssen Sie eigentlich... Sie müssen zum Doktor gehen. Ich muss zu Doktor zu... Oh, schade, schon vorbei. Ja? Einen schönen guten Tag. Ich bin Maria Schulz von Finanzmarkt. Ich spreche mit Herrn Lothar Seifert, ja? Ja, ist richtig. Guten Tag, Herr Seifert. Sie haben sich gerade an unserer Werbung unter Gasprofit angemeldet. Bestimmt Sie Handelskonto aktivieren möchten. Stimmt, ja? Das kann sein, ja. Okay. Genau deswegen rufe ich Sie an, Herr Seifert. Ich bin Ihre Kontomanagerin und mein Job ist, Ihnen dabei zu helfen und das Konto richtig aktivieren. Okay? Ja. So, Herr Seifert, bevor wir das machen, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung auf dem Finanzmarkt oder sind Sie völlig neu? Ich habe eine ganze Menge Sachen bei eBay und Amazon verkauft. Ich bin ein Händler bei eBay und Amazon. Ach so, verstehe ich. Also auf dem Finanzmarkt haben Sie nie gehandelt. Okay, verstehe ich. Das ist überhaupt kein Problem, Herr Seifert, weil Sie keine Erfahrung haben. Sie können keine Sorge machen, weil wenn Sie also Konto aktivieren, bekommen Sie von unserer Seite unsere erfahrene und hochqualifizierte Finanzexpert, die für Sie handeln wird, ja, die für Sie Geld verdient. Und dieser Expert wird Ihnen unterstützen und alle wichtigen Informationen, was Sie für Geld verdienen brauchen, bekommen Sie. Oh. Ja. Ja. Sie haben aufgelegt oder einfach Verbindung war weg? Ich habe nicht aufgelegt, ich habe Ihnen zugehört. Ach so. Okay, Herr Seifert, vielleicht das war etwas technischer Fehler. Bitte? Sagen Sie mir bitte, möchten Sie die Handelskonto mit 250 Euro aktivieren oder mit mir? Ich wollte eigentlich mehr investieren. Wie viel ungefähr? Ich hatte sogar 3.000 Euro gedacht. Alles klar. Welche Zahlungsmöglichkeit haben Sie? Bestimmt haben Sie PayPal, oder? Nee, habe ich nicht. Welche bieten Sie denn an? Wie bitte? Welche Zahlungsmöglichkeiten bieten Sie denn an? Welches Sie möchten. Wäre es PayPal, Kreditkarte, Online-Banking, es ist egal. Welches haben Sie? Online-Banking habe ich. Online-Banking. Dann Sie vorbereiten die Bankdaten und damit können Sie Geld überweisen, ja? Ja, dann schicken Sie mal her die Bankdaten. Okay. Ganz kleiner Augenblick bitte, warten Sie mir kurz. Sagen Sie mir, lothar.seifert@mailbox.org ist korrekt? Das ist korrekt, ja. Okay, danke, warten Sie mir ganz kurz. Ja. So, Herr Seifert, vielen Dank für die Warten. Bevor wir die Handelskonto aktivieren, ich soll Ihnen die formalisierte Fragen stellen, ja? Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? 57. 57. Arbeiten Sie derzeit? Ja, natürlich. Okay, was machen Sie beruflich, ob ich frage das? Das brauche ich Sie ja gar nicht interessieren, oder? Wozu ist das nötig, die Frage? Nein, natürlich als formale Fragen, deswegen frage ich das. Ja, weswegen? Deswegen habe ich gefragt, was machen Sie beruflich? Okay. Ja, das geht Sie ja gar nichts an. Alles klar. Okay, so, dann in ein paar Sekunden bekommen Sie die Aktivierungslink von unserer Seite, damit Sie Bankdaten generieren können, okay? So, sagen Sie mir, Herr Seifert,
Was ist Ihr Ziel auf dem Finanzmarkt, was Sie erreichen möchten? Ich möchte Profit machen. Profit machen. Haben Sie schon über bestimmte Betrag gedacht oder noch nicht? Nein, Profit machen, das reicht. Wie viel Sie profitieren möchten? Nee, nicht wofür. Alles klar. Alles klar, verstehe ich. Ganz kleine Sekunde bitte. Jetzt überprüfe ich, ob Sie schon Nachricht und Aktivierungslink bekommen haben. Sekunde. Nö, ich habe nichts bekommen. Ja, das braucht ein paar Sekunden, ganz kleine Sekunde bitte. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn von unserer Seite das geschickt ist, okay? Ach, das ist ja noch gar nicht geschickt, okay. Okay, Moment. Schon wieder ist sie raus. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Ich spreche gerade mit Herrn George. Bitte was? Ich spreche gerade mit Herrn George. George ist ein Vorname. Okay, Entschuldigung. Ich spreche gerade mit Herrn Vorreiter. Das ist richtig, ja. Okay, Sarah ist mein Name. Ich bin die Finanzexpertin von der Deutschen Börse. Und welchen Nachnamen haben Sie? Castell. Wie? Also, es ist sehr, sehr wichtig, mein Nachname. Ja, richtig, natürlich ist es sehr wichtig. Castell ist mein Nachname. Castell, ja. Castell. Ja, sag dich doch, Castell. Nein, Castell. Dann sprechen Sie so undeutlich, dass ich es nicht verstehe. Buchstabieren Sie es doch mal. Nochmal? Ja, Sie sollten es buchstabieren. Sie sprechen sehr undeutlich. Ich habe mehrmals gesagt, Castell ist Ihr Nachname. Castell. C-A-S-T-E-L. Castell. Ja, genau. Ja, gut, okay. Danke, Frau Castell, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? So, ich melde mich wegen einer Anmeldung, die Sie bei unserer Firma gemacht haben, über Online-Investitionen. Und was ich brauche von Ihnen, ist nur 5 Minuten, damit ich kann Ihnen ein bisschen besser erklären, wie können Sie eine Investition anfangen, weil Sie haben schon Interesse gezeigt, okay? Dann fangen Sie doch erstmal an, damit zu sagen, von welcher Firma Sie überhaupt anrufen. Oh meine Güte, du bist verrückt, Mann. Wie? Du rufst mich doch an und ich möchte wissen, welche Firma du bist und du setzt mich verrückt? Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Ja, dann fang doch erstmal an, deine Firma zu nennen. Schreien Sie nicht. Ich schreie noch nicht. Hör mir zu. Hör mal zu. Was hast du einen für... Du hast ja keinerlei Anstand. Was bist du... Was bist denn du für eine? Hallo! Hallo! Wie alt bist du? Ja, wie alt bist du denn? Du hast dich nicht mal mit Namen vorgestellt, du hast deine Firma nicht genannt und ich soll dich ernsthaft für legal halten? Welche Firma bist du? Ja, bitte? Hallo, schönen guten Tag, ich spreche mit der Siegelbürger. Ja, wer ist da bitte? Ja? Ja, hallo? Hallo. Wer bist du denn? Welchen YouTube-Kanal hast du? Wer bist du denn? Du hast doch einen YouTube-Kanal. Deine Nummer kenne ich schon. Also und welcher Betrüger bist du? Ja, hallo? Hallo. Hallo, guten Tag, George. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Wer ist denn da bitte? Ja, hallo, mein Name ist Lisa Bremmer, die Finanzberater von Onlinehandel. Ich schreibe Ihnen über diese Anmeldung. Für den Mai haben wir genug geschnipselt. Für diesen Monat habe ich genug von diesen selbstverliebten Idioten, die nicht in der Lage sind, ihr Voice-over-IP oder ihr Headset richtig einzustellen und eine ausreichende Datenleitung für das Internet zu nutzen. Ab jetzt sammle ich die Anrufe der Vollpfosten für eine Juni-Ausgabe der Schnipsel.
Habt Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört mich dann am Sonntag mit einem neuen Video. Euer Callcenter-Crasher.